Willkommen zurück hier beim Let's Play die Nacht des Hasen. Siehst du, jetzt habe ich es. Und vorweg, ich habe erst einmal wieder die Soundanstellungen geändert. Das Spiel habe ich jetzt wieder etwas lauter gemacht, weil ich festgestellt habe, dass das an manchen Stellen doch dann wieder etwas zu leise war. So, also. Im letzten Teil sind wir hier hingegangen. Da hatte mir lieben Dank die Babsi schon eigentlich mehr oder weniger, weil, na, ein Hinweis nicht, aber wo sie es mir in die Kommentare geschrieben hat, ist es mir dann auch viel Schuppen von den Augen gefallen. Er sagte ja ganz zu Anfang der Little Bit Jerry, dass hier diese lustigen Falter ja nachtaktiv sind und ja, oder generell weiß man ja, dass sowas nachtaktiv ist. Und deswegen wäre es eigentlich sinnvoller gewesen, direkt hier zur Nacht hinzugehen. Gut, aber mir fehlen immer noch Tautropfen. Die brauche ich und ich bin gespannt, ob ich die alle finde. Hier jetzt aber erst einmal schauen wir, was es jetzt hier hinter gibt. In den Tempel der Nachtfalter. Hopp! Ist das kalt hier. Oh, das muss die Priesterin Phosphera sein. Phosphera. Summ? Was für ein Geräusch machen Motten überhaupt? Schöne Nacht heute, nicht? Meine Augenfacetten. Täuschen sie? Geht dort ein Nachtfalter? Genau. Hespera hat dich eingelassen, aber es geht ihr gut. Es liegt in der Luft. Du musst ein wohlgesinnter Nachtfalter sein. Das bin ich. Für einen Moment hatte ich befürchtet, der Zauber würde nur bei einer Motte auf einmal wirken. Von wo kommst du? Unserer Gemeinschaft bist du nicht angehörig. Zudem deine Maske. Du trägst sie nicht. Ja, ich bin von ganz weit weg. Sei uns willkommen. Doch wisse, nur die Not hält uns noch an diesem kalten Ort. Okay. Habe ich mir jetzt ein bisschen mehr darunter vorgestellt, als dass einfach nur das Blatt im Vordergrund hier weggeht. Aber okay. Habt ihr hier ein Portal? Das, klar, kann ich unverfroren direkt nachfragen. Habt ihr hier ein Portal, das ich benutzen kann? Die Kälte an jenem Baum bricht in der Tat aus einer anderen Welt hervor. Nunmehr vermag nur das warme Licht unserer Hohepriesterin, die in meinen Armen ruht, diese erkaltete Verbindung zu öffnen. Doch ihr Licht ist schwach. Sie weiß, dass wir bald aufbrechen müssen. Doch ohne Nahrung besteht wenig Hoffnung, dass sie je fern von hier aus ihrer Schale bricht. Was braucht ihr denn als Wegproviant? Blumensamen. Blumensamen? Das kann ja nicht so schwer sein. Seid ihr die einzigen beiden, die hier leben? Einst waren wir viele. Wir labten uns an Nektar, dem Licht des Mondes, unseren Legenden und der Schönheit der Düfte. Doch die graue Flut kam über eine Welt, in der wir lebten, die Kälte über eine andere. Ihr seid also nach Mauswald geflohen? Dieser Ort ist voll mit Vibration des alten Lebenslichts. So haben wir einen Tempel für die Kraft, die wir brauchen, errichtet. Doch der graue Berg am Horizont kündet von Unheil für diese Welt. Mhm. Wo ist der Rest von euch? Angelockt vom grauen Berg, von Gestank und Krankheit, kamen die Krähen. Es wurden zu viele. Und das Ungute in dem, was sie aßen, das in ihre Federn sank, ließ sie ganz sich selbst vergessen. Unsere Flügel ähneln der Rinde der Bäume, doch sie sind lange nicht so hart. Die graue Flut? Die anrollenden Giganten sind das erste Zeichen, scheinbar friedlich. Doch dann fließen Massen aus ihrem Schlund. Niemand entkommt. Weder Pflanze noch Tier.
Denn jene Masse verhärtet sich, auf dass sie nie mehr freigibt, dass sie unter sich begraben hat. Erinnert mich irgendwie an Zement. Ob sie davon spricht? Ja, die neue Welt halt. Wieso tragt ihr solche Masken? Wie der Mond verdecken wir unsere Züge. Denn nur durch das In-sich-Kehren kann man seinen Geist erneut verpuppen. Sie symbolisiert die Abkehr von der Welt und die Zukehr zum inneren Licht. Eieiei. Lass uns das Thema wechseln. Lass uns das Thema wechseln. Seid ihr... Ach nein. Doch die... Ihr... Die, doch... War nett. Nein. Klickst du ja einmal zu viel. Es ist unglaublich. Was bewachst du da so aufmerksam? Es ist der letzte Lichtstrahl. Wir sind die letzten Nonnen der Mondlichtgemeinde. Und wir erwarten die Ankunft unserer Hohepriesterin, die unter einem guten Stern gelegt worden ist. Die lichterfülltesten Nachtfalter unseres Kreises zeugten sie. Wir werden es Mondschein nennen. Mondschein? Schöner Name. War nett, mit dir zu reden, aber ich muss da mal andere Insektensachen machen. Kehre zurück, wann es dir gelingt, aber warte nicht zu lang. Von überall kommen Lichter, die blenden und uns von hier fortziehen. Okay, ich werde es mir versuchen zu behalten. So, jetzt reden wir erstmal hier mit dem Kristall. Du hast etwas verloren, doch jemand anderes sucht es schon. Sucht schon danach? Was? Was sagt sie denn? Keine Antwort. Na. Vielleicht ist die gar nicht aus Stein. Sondern? Tontopf mit Erde. Da ist Erde in diesem Topf, aber keine Pflanze. Nur ein seltsamer Stein, den jemand... Oh, mein Fehler. Das war mal eine Pflanze. Ah. Kann ich die irgendwie da rausnehmen? Da ist Erde in diesem Topf. Nein, kann ich nicht. Das war... Oh Mann, ist das kalt hier. Hier schneit es sogar ein bisschen. Wahrscheinlich war Platos Fahrrad deshalb unten in der Pfütze festgefroren. Die Kälte scheint direkt aus dem Baum zu kommen. Die Frage ist jetzt... Müssen wir was haben, damit es auftaut? Oh, so viel ist ja hier gar nicht. Wieso? Oh, hier, guck mal wie... Cool. Was war das denn hier? Wieso jetzt drei Stück? Okay. Was gibt's hier hinten? Holla! Was ist denn das da? Das ist der graue Berg, wo die Krähen hausen und nach Nahrung suchen. Das sieht aus wie eine Müllhalde. Flügellose Wesen haben ihn herangetragen. Und dem Berg folgten die Krähen und die Flut. Wesen? Moment, dann haben Menschen das da alles hingekippt? Das riecht man ja bis hierher. Der schwere Dunst steigt ins Gefieder der Krähen. Ihre Schnäbel hacken tiefer und tiefer in den grauen Berg. Ihre Worte werden lauter und leerer. Du meinst, die Krähen greifen Mauswald an, weil dieser Müllberg sie verrückt macht? Glaubst du, dass die Krähen verschwinden würden, wenn der Müllberg nicht wäre? Und die Überschwemmung? Selbst alle Bewohner dieses Waldes vermögen es nicht, einen Berg zu versetzen. Und auch du nicht. Ich frage mich schon lange, wer ganze Berge versetzen kann. Kann so jemand uns hören? Kann so jemand uns sehen? Ich hoffe fast, sie können es nicht. Warum denn? Weil ich mir keine größere Gefahr
vorstellen kann, als jemanden, der um all dies weiß und nichts tut. Hm. Was das jetzt mit der Musik sollte, ist mir jetzt auch wieder ein Rätsel. Die war ein wenig zu laut, man hat kaum verstanden, was sie gesagt hat. Und dann auf einmal ganz plötzlich aus. Tja, also der Mensch ist mal wieder der böse Unhold. Kippt einfach seinen Müll vor die Stadt. Und die Krähen, naja, die suchen nach Nahrung. Und werden dann von dem ganzen Dreck irgendwie ein bisschen gaga im Kopf und greifen Maushold an. Gut, hätten wir das aufgeklärt. Aber die Frage... Moment! Tautropfen, Tautropfen, Tautropfen. Sehe ich hier welche? Moment, jetzt muss ich mal ganz nah an den Monitor. Und dann schauen wir mal. Ich bezweifle zwar, dass wir hier irgendwo Tautropfen finden. Aber wir können es ja trotzdem mal versuchen. Es sieht nicht so aus. Ich finde nämlich keine. Ich hoffe, ihr sucht alle fleißig mit und lasst das Video jetzt nicht irgendwie nebenher laufen und ja, nur meine Stimme hören hier. Ja, ja. Wer meine Let's Plays hier, ne, verfolgt, der muss auch gucken. So, aber ich finde hier nichts. Keine Tautropfen. So ein Mist. Nein. Hier vorne am Baum. Boah, das sieht so geil aus, wenn sie die Flügel aufmacht. Nein, das ist nix. Ne. Ne, ne, ne. Und hier vorne, da hatte ich schon geguckt. Da war... Da war nix. Nein. Schön. Die Frage ist, nun, was sollen wir tun? Hm. Ach, er ist wieder da. Ja, wir alle wünschen dem jungen Baumläufer viel Glück. Doch jetzt geht's weiter im Programm. Na, vielen Dank fürs Gespräch. Hier komme ich immer noch nicht hin. Platos Briefkasten. Was da wohl drin ist? Ich habe die Wahl. Nasse Füße. Naja, okay. Und genauso wunderbar. Was? So, hier ist ja jetzt auch nichts mehr. Ja. Sehr schön, Moment. Gab es hier eigentlich noch ein Tautröpfchen? Da! Oder? So viele Nein. Das ist doch keins. Och Mann, schade. Ich fühle. Guck mal, ah, wie viele hier sind, ey. Hat das... Na, nee, das ist ein Stern. Das wäre zu schön gewesen. Daisy, 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 Daisy. Wie sieht es jetzt eigentlich auf dem Marktplatz aus? Der schläft. Ah, oh, nee, er ist wieder wach. Okay. Hier hat sich ja nicht wirklich was getan. Baumstammcafé, tja. Was tun, meine Lieben, was tun? Hier, die Party ist immer noch vollends auf dem Höhepunkt. Tja, hier ist Onyx. Die Babsi hat gesagt, ich gehe immer überall dahin, nur nicht dahin, wo ich hingehen muss. Das kann sein. Das passiert dann aber eher ungewollt. Als gewollt. Und hier waren auch keine Tautropfen. Da hinten gucken, da gucken, da gucken, da gucken, da gucken, da gucken. Was auch schade ist, dass der Marquis jetzt hier im Prinzip die ganze Zeit nur dumm rumsitzt und eine Tasse in der Hand hält. Das hätte man vielleicht ein bisschen schöner machen können, aber nun gut. Frage ich jetzt mal eben, wie viel ich jetzt noch brauche. Ich meine, 3 müsste ich haben. No, ja. Noch 3 Tropfen. Wo sollen die sein? Manu.
Und wahrscheinlich beißen die mich an den Stellen, wo ich sie übersehen habe. Die sitzen da irgendwo und schreien, hier bin ich, hier bin ich. Tipp mich an, tipp, 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 tipp. Ah, da oben, der ist weg. Es wirkt auch jetzt alles irgendwie so wieder so ein bisschen trostlos. Dein karamellfarbenes Fell. Oh Gott. Er träumt schon wieder. Wie ein Sahnebonbon. Ich glaube, der schläft. Mit offenen Augen. Sie schläft. Tapferes kleines Mädchen. Naja. Aber hier drin ist ja auch nix. Und wenn wir gucken hier oben, da sehen wir auch keine Tropfen. Mäh. Ich gehe einfach durchs Fenster. Ach so, ja, okay. Dann geh durchs Fenster. Vorne willst du ja nicht raus. Du Lümmel! Tja. Ich bin einmal im Karree gegangen hier. So, und ich bin eigentlich der felsenfesten Überzeugung, dass hier irgendwo ein Tautropfen versteckt ist. Und dass ich ihn nur nicht sehe. Drei Stück noch. Ah! Das wurmt mich jetzt richtig. Ach, guck mal, der Waldschrat. Hallo. Oh, hallo du. Hallo du. Du bist ja ein richtiger Nachtschwärmer. Nachts schreibe ich am liebsten. Partymaus. Da geht mir das Schreiben ganz leicht von der Hand. In meinem Buch habe ich schon viele Geschichten notiert. Oh, ich glaube, ich habe eine, die dir gefallen könnte. In dieser Geschichte besucht ein Mensch, fast wie du, diesen Wald. Möchtest du sie hören? Sorry für die kleine Unterbrechung. Ich musste gerade mal schnell in die Küche flitzen und meine Katzen auseinanderreißen. So, die siebte Geschichte. Was für eine wunderbare Nacht. Habe ich dir schon gesagt? Ja, hast du. Da drüben. Nein. Tautropfen, drei Stück. Wo sind sie? Vermaledeit nochmal. Was ist das? Naja, das ist was vom Schild hier vorne. Aber hier, da drüben sieht es auch interessant aus. Aber hier komme ich nicht über den Bach. Ja gut, dann gehen wir einfach hier unten rum, würde ich sagen, ne? Als wenn er das nicht von da oben hätte sehen können. Tja. Der Bach wird ja richtig gefährlich hier. Wenn ich das gewusst hätte. Tja. Was? Gabelzweig. Da ist immer noch die Frage, was müssen wir damit machen? Was? Der sieht aus wie ein Arm, der in die Luft greift. Daraus könnte man sich eine prima Steinschleuder basteln. Oder eine Wünschelrute. Leider bin ich nur so groß wie eine Maus. Oh Mann, das geht ganz schön tief runter da. Das mache ich besser bei Tag. Oh, die Behalte mal. Nein, schon wieder verkehrt. Achtung, schlupp. Wow. Okay, dann. Und hepp. Aha. Oh. Ich bin nicht stark genug, um den Ast zu ziehen. Das ist ja blöd. Kann mir vielleicht ein Zwerg helfen? Ach nee, die schlafen jetzt alle. Ah, ne, warte mal. Ich hab doch hier ange...
Ich habe doch angehalten. Moment. Da draußen? Geh doch da raus. Ich habe doch das Fenster hier kaputt gemacht, oder? Und jetzt? Ich werf dieses Ende des Schnürsenkels durch das Fenster. Des Schnürsenkels. Aha, toll animiert. Ja, ja, ja. Und jetzt? Interessante Idee. Hoffentlich geht das nicht nach hinten los. Das hoffe ich auch. Dann sperren mich die Zwerge doch noch in einen Stollen. Ja, ja, ja. Das hat doch mal geklappt. Aber die Frage ist jetzt, was müssen wir oder was können wir damit schmeißen? Warte mal, ich brauche ja auch noch ein Netz, würde ich sagen, oder? Dann könnten wir die Hagebutten schmeißen. Weder die Spinnwebe noch der Zweig sind noch klebrig genug, um es da festzumachen. Oh. Moment, der Rübensirup war doch. Hatte ich da noch was? Becher mit kaltem Kaffee. Shit. Sag mir nicht, ich muss den auskippen. Der Becher ist voll. Ich könnte ihn in der Zwergenwohnung in der Spüle auskippen. Ach, sehr gut. Wo ist denn hier eine Spüle? Da! Eine sehr saubere Spüle. Weg damit. Sehr gut. Jetzt ist mein Becher leer. Das finde ich schön, dass man hier so kleine Hinweise bekommt. Ich hätte jetzt wieder eigentlich zurück zum Kaffee gemusst wahrscheinlich, aber... Ein Becher voll dickem, süßen Sirup. Hm. So, dann das. Mit dem Sirup bin ich besser vorsichtig. Der klebt schon an meinen Fingern. Meine Güte. Mit dem Sirup bin ich besser vorsichtig. Er will mich jetzt verarschen? Mit dem Sirup... Och Mann. Aber das klebt doch. Mit dem Sirup... Mit dem Sirup... Manu. Gebändigter Gabelzweig. Weder die Spinnwebe noch der Zweig sind noch klebrig genug, um es da festzumachen. Ja, aber wieso willst du den denn da nicht hier bedingsen hier? Mit dem Sirup... Mit... Oh, die Idee war so gut. Im Nordwesten gibt es einen kalten Baum. Er führt ins ewige Eis. Reisende, die des Weltenwanderns mächtig sind, sollen sich dort oben niedergelassen haben. Hm. Ah, die Tipps, die da Hinweise bringt, Mann, der Marquis immer bringt, die sind manchmal so nutzlos. Jetzt vielleicht? Nein. Warum nicht? Gespannter Schnürsenkel. Oh Mann, das geht ganz schön tief runter. Das macht... Er macht gar nichts. Mit dem Sirup. Mit dem Sirup. Ah, ist doch nicht wahr. Jedes Mal, also das kann doch nicht sein. Wenn ich das mit dem Schnürsenkel... Mit dem Sirup bin ich... Mit dem Sirup... Er will ja gar nichts. Gut, dann kann ich mir das schenken. Ah, jetzt. Oh, die beiden sind ja immer noch da. Hey, du, das ist Privatbesitz. Ja, ja. Raus aus dem Garten. Ist eh nichts drin. Die Frage ist, ob ich jetzt noch irgendwo mir wieder... Ich mache es jedes Mal. Ey, das wird hier echt zum Running Gag. Mir das hier alles nochmal angucke, in der Hoffnung, dass hier irgendwo der Waldschrat nochmal sitzt, weil wir brauchen noch eine Geschichte. Wir haben 7 von 8. Das heißt, hier irgendwo muss der Waldschrat sitzen. Raus. Runter. Durch. Aber die Frage ist, wo sitzt der? Na, hier nicht. Na, verkehrt abgebogen. D-
der mit seiner Musik? Tja, Freunde, ich denke, wir sind mal wieder am Ende angekommen. Wir haben leider nicht viel geschafft heute. Ich werde jetzt auch gleich wieder zur Nachtschicht müssen. Insofern, werden wir dann... Da sitzt er! Ich habe ihn gefunden! Oh, hallo du. So spät noch unterwegs? Yep. Solltest du nicht schon lange im Bett sein? Ich sammle meine Geschichten am liebsten bei Nacht. Diese hier habe ich gerade erst aufgeschrieben. Ich glaube, es ist die letzte Geschichte meines Mauswaldbandes. Möchtest du sie hören? Klar. Gefällt dir meine Geschichte? Zwischen den Welten finde ich oft Seltsames. Splitter von Geschichten, die in Vergessenheit geraten sind. Verloren gegangene Anfänge und Enden. Vielleicht gibt... Vielleicht... Nee. Ah, hahaha. Wo sind die meine Errungenschaft? Der Waldschrat kennt viele Geschichten. Sehr schön. Ja, Freunde, das... Nein, weiterspielen. Soll es dann für heute gewesen sein. Bitte, 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 bitte. Wo sind die letzten drei Tautropfen? Wenn es einer weiß, mir in die Kommentare schreiben. Ich habe jetzt alle 8 Geschichten und ich weiß auch wirklich nicht mehr jetzt, wie es hier irgendwo weitergeht. Da ist auch nichts. Nein. Ist das was? Nee, das sind so helle Punkte da. Sieht verdächtig aus. Macht es gut. Ich werde mich jetzt gleich in die Nachtschicht schmeißen und dann sehen wir uns hier wieder beim nächsten Mal. Macht es gut. Schönen Abend noch. NRW Boy 18. Adieu.